So, wir beginnen wieder mit Tier. Tier allerdings auf einer Innovator-Unit, wenn wir können. Wir wollen einmal zeigen, dass Innovator into Socialite ganz gut ist. Das hier ist aktuell die Tierliste. Ihr seht sehr viel Socialite. 4 Tier 1 Comps sind Socialite. Oder auch die Fiora Comp. Davon kennt ihr die Akali Comp. Die ist ein bisschen anders als der Rest. Die anderen spielen quasi alle. Wait, hat sich die Comp gerade geändert? Oh, das ist die Bit Difference Comp, sorry. Die anderen spielen Sign mit rein, um den Galio noch tickiger zu machen. Aber ansonsten ist es einfach diese Legendary Units, die auch noch alle zwei Shared Items haben. Also Archangel und GA bauen die alle. Was ziemlich crazy ist. Ich glaube immer noch, dass einer der besten Wege dahin Innovator ist. Aber in erster Linie habe ich das Gefühl, dass Loose Streak nicht mehr so stark ist. Das heißt, ich würde aktuell eher empfehlen zu Winstreaken, obwohl ich ja super viele Videos zu Loose Streak und Open Fort und so gemacht habe. Aber dadurch, dass man diese Comps alle erst auf Level 8 hittet, habe ich das Gefühl, dass wenn man early zu viel HP verliert, man hinten raus einfach Probleme hat. Also ich hatte jetzt immer starke Probleme von 7 auf 8 zu kommen und so. Und ich glaube, dass das das Problem lösen kann. Rich Get Richer wird uns dabei auch helfen. Jetzt wiederum ist ein Eco-Trade allerdings wieder attraktiver geworden. Ne? Trust of Fate mit den richtigen Items kann auch gut sein. Definitiv. Puh. Das kann ich. Nehmen die Audits mal mit. Clockwork. Weiß man nicht genau. Ja, also GA und Archangel sind die beiden dominanten Items. Ansonsten macht ihr es eigentlich nur davon abhängig, wo das Socialite-Feld ist. Socialite, Badget Broken. Kaiser, most broken unit im Game, for sure. Beides wird, denke ich, genervt im nächsten Patch, aber das Ding ist einfach, dass Riot ja wegen den Weihnachtszeiten der Patch so lange nicht kommt. Das heißt, ihr habt sehr viel Freizeit. Just Lemmy, danke dir für deinen Sub, das ist gerade ein bisschen untergegangen. Die beiden Items helfen mir natürlich nicht unbedingt, ne? Wir nehmen aus dem Karussell einfach eins der vier, also Tier, AP, BF, Armor, die wir brauchen in der Comp. Und das sind 18 Gold, das ist nicht genug. Aber wir können das alles verkaufen. Hiermit hätten wir fast Yordle, aber eben nur fast. Hiermit hätten wir fast Innovator, aber nur fast. Nur hiermit haben wir nichts. Das heißt, wir bleiben jetzt auf 20 Gold, obwohl ich gerade gesagt habe, dass es so schwer ist, Loose Streak zu spielen. Das spielen wir jetzt hier Loose Streak, weil wir jetzt schon auf 20 Gold sind. In 2-1. Schon keiner crazy. Der Vorteil davon ist, wenn wir hier Innovator spielen, ist, dass in der Innovator kommt Seraphim drin vorkommt und dass Innovator eigentlich ein ziemlich solides Early Game hat. Deswegen Innovator. Die Idee ist außerdem, dass man normalerweise bei Innovatoren das Problem hat, dass man die Items nicht slammen kann. Das ist für uns diesmal gar kein Problem, weil wir keine dieser Innovator-Units bis in Super Late spielen, bis auf Seraphim. Das heißt, normalerweise slappt man die Items ja erst, wenn man Seraphim hat, weil man nur auf Seraphim die Items slammen will. Jetzt ist es genau andersrum. Oh mein Gott, stellt euch doch bitte noch mehr in einer Reihe auf, um zu sterben. Jetzt ist es quasi so, dass ihr die Items auf alle Units slammen könnt, bis auf Seraphim und Taric. So, wir könnten jetzt Open Forge spielen sogar. Weil es sich eigentlich anbietet, ne? Auf 30 Geld zu kommen in 3-2 ist schon. In 2-2 ist schon keiner crazy. Hatten das letzte Mal allerdings Probleme mit der Open Forge Comp. Also würde ich es eher vermeiden wollen. Dann leveln wir vielleicht stattdessen. Aber wir haben wenig Synergies hier möglich zu bauen, ne? Also eigentlich gar keine. Crazy. Aber wirklich gar keiner. Kurz so Scheiß. Okay, Items einfach more or less randomly spammen, ne? Also wir wollen einfach die relativ früh slammen. Nicht spammen, sondern slammen. Um eben den maximalen Ertrag rauszukriegen. Die auch ein Fuß fest. Ich hätte den Six reinspielen können für Scrap for sure. Das wäre ganz gut gewesen. Okay, können wir genug verkaufen, um auf 30 Gold zu kommen? Ich nehme an, nein. Wir haben leider immer noch nicht die 3 Yordits, ne? Das ist echt ärgerlich. Ist die Frage, ob Scrap hier worth ist. Ich denke aber schon. Das heißt, die MR kommt auf Kate. Und wenn wir gewinnen, verkaufen wir Ludo. Für Interest. Um dann auf 30 Gold zu kommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das Schöne an Kate ist,
dass ihr eigentlich prinzipiell immer eine Unit killt, weil ihr Ultimage einfach keiner crazy ist vom Base Damage her. Ne? 1400 auf Stufe 2. 1400. Absolut crazy. Dafür hat sie sehr hohe Mana-Kosten mit 110. Das heißt, mehr als eine Ult kriegt sie auch nie raus. Aber die eine Ult killt eine Unit. Puff. Hier einfach ein Trundle. Haben die Runde nicht gewonnen und befinden uns auch im Lose Streak. Weil wir auch Innovator nicht gittet haben, etc., etc. Das hier ist für uns ein Wendepunkt. Normalerweise nehmt ihr halt einfach alles, was für unsere Kern-Items ist. Also Tier, AP, Armor, BF. Gerade im ersten Karussell kann man aber sehr gut auch eine Unit nehmen, um die Comp schneller zu vervollständigen. Warum ist hier für uns Heimerdinger ein Wendepunkt? Heimerdinger ist Teil von Innovator und Teil von Yordle. Das heißt, Heimerdinger ist die Unit, die diese beiden Comps, die wir aktuell aufstellen wollen, miteinander verbindet und dafür sorgt, dass wir im Early Game nicht ganz so hart auf die Fresse kriegen. Unser Ziel ist das hier. Das heißt, wir haben jetzt einen Spartuller und können überlegen, was können wir mit diesem Spartuller Sinnvolles machen. To be honest, es gibt nicht so geile Lösungen. Ich finde, das Attraktivste aus meiner Sicht ist immer, wenn man in dieser Komposition für... Außer Sekunde, ich muss kurz aufstellen. Für Challenger geht, weil dann hat Kaiser einfach Challenger, was nice to have ist. Auch kein krasser Gamechanger, aber ist ja ganz nett. Jetzt haben wir drei Yordle, drei Innovator mit Scrap. Das ist ganz cool. Ziel ist jetzt hier quasi die Ludo rauszuschmeißen und dafür die Vex zu spielen. Dann hast du auch noch Arcanist drin. Eine Alternative ist quasi Ludo drin zu behalten und dann als nächstes Taric zu spielen auf 6 und dann Enchanter zu haben. Aber Level 6 ist schon noch ein bisschen weg. Dafür, dass unser Kopf jetzt deutlich stärker ist als davor, lief das jetzt nicht so gut. Aber Syndicate Emblem mit Zyra 2 und so, das ist schon kinda strong. Jetzt kriegen wir natürlich jede Runde hier in Free Yordle. Nice to have. Ist cool. Macht jetzt noch nicht so mega viel. So, wir können ja schon noch einfach in der Ecke chillen. Ich glaube, es ist gerade das Beste, was wir machen können. Der Asteroid 2 ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine Unit, die wenigstens ein bisschen Verantwortung übernehmen kann. Den Six könnten wir verkaufen, aber wir spielen Six 2 jetzt ja doch noch relativ lange, deswegen bleiben wir erstmal darauf. Wir sind auf 40 Gold, nur zum Vergleich, die auf 100% sind, sind bei 20 und 10. 20, 10, auch 40. Well played. Ah, der hat auch Rich Get Richer. Denkt dran, wir kriegen Zinsen bis 70, das heißt, wir werden gerade am Early Game ein bisschen tanken. Wichtig ist auch zu verstehen, dass die... Alter, wie weit der Flip, wenn Zins den wegwirft, macht mich einfach immer wütend. Wichtig ist also zu verstehen, dass wir am Anfang tanken und dass man am Anfang weniger Damage kriegt als hinten raus. Also hier kriegen wir für jede Unit 2 Schaden. In der nächsten Stage ist das schon anders. Die kommst du aus der Sodo-Gesang-Tierlist. So, Six kombiniert sich selbst. Blitzcrank auf jeden Fall eine sehr interessante Unit. Weil er in unserem ultimativen Late Game für Galio Bodybuilder gibt und für Sign Protector und vorher für uns Scrap enabled. Was natürlich nett ist. So, wir sind jetzt auf 50 Gold. Selbst der andere, der jetzt bei 40 war, ist noch nicht bei 50, weil wir auch einen 4er Losing Streak gerade haben. Den werden wir weiterspielen bis mindestens 3-2, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, weil wir halt für die Yordle Comp hier auch noch gehen. Hier am Start. Haben wir leider schon. Wir haben ein bisschen Pech mit dem Items, würde ich sagen, aber wir können zumindest Challenger... Oh boy, ey. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier lösen. Wahrscheinlich ist es ein Static. Static ist meistens ganz gut. Rapid Fire Cannon ist nicht so nice. Static und Challenger Spartula. Das Ding ist, Challenger Spartula sollte man halt selten früh slammen. Weil es könnte ja sein. Es könnte ja sein, dass man noch einen Spartuller kriegt und dann eine Free Unit hätte. Überlege, ob wir den Blitzcrack nochmal verkaufen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir in nächster Zeit spielen, ist relativ gering. Und er würde uns auf 60 Gold bringen. Was huge ist. Mein Gott, mehr. Wenn wir die Runde gewinnen, müssen wir das nicht. Aber Runde gewinnen ist, glaube ich, aktuell einfach noch nicht drin für uns. Sollte eigentlich drin sein ab Innovator 5, I guess. Wobei Static tatsächlich echt einen großen Unterschied macht, ne? Holy shit. Der Asteroid Damage auf einmal. Der Six Damage wird auch erhöht, weil halt DMR der Gegner runtergeht.
I like that. Okay, 4er Losing Streak abgegeben. Das heißt, wir wollen jetzt wieder Win Streak spielen. Das heißt, wir werden jetzt auch nicht weiter durchekkern. Ludo oder Poppy, ist egal, Hauptsache 3 Jordel. Ich denke, Vex wäre Best Option für Double Arcanist und ab Level 6 ist wahrscheinlich Ludo Best Option wegen potenziellen Terror-Kit. Der uns allerdings hier nicht beglücken will. Das heißt, wir spielen Uriah, zweiten Enchanter. Ich denke, das ist die beste Option, die wir haben. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir den Zillion nicht gehittet haben. Hätten wir den Zillion gehittet, hätten wir jetzt wenigstens Clockwork, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, unser ganzes Team könnte alleine gegen den Kassadin fighten. Wir würden den nicht killen. Mit Redemption und Academy, Alter, holy shit. Der ist zu tanky. Zu tanky. Ich meine, alle anderen Units killen wir. Großer Freund, aber... Also ich meine, Esri, er gibt alles, ne, aber... er hat wirklich, also er hat es... An ihm lag es nicht, sagen wir es mal so. Underdogs, immer eine gute Idee, weil unser Endkommt spielen wir weniger Units. Das heißt, easy life. Problem, natürlich extrem spät mit Innovatoren zu beginnen, aber das löst sich halt hinten raus. Denkt halt, wir kriegen Zinsen bis 70. Das heißt, wir wollen jetzt nicht weiterrollen. Wir haben es probiert, wir haben es nicht gehittet. Shit happens. Wir blicken weiter nach vorne. Es gibt sehr viele bessere Units als Ori hier. Also zum Beispiel auch einfach Skuller. Eine Lissandra wäre schon gut. Immer noch Vex statt Ludo wäre nice. Taric wäre fantastisch. Gibt es nämlich Enchanter, Socialite. Könnt ihr trotzdem schon mal schauen, wo das Socialite-Feld ist, weil meistens spielt es wenigstens irgendwer. Hinten. Backline, Socialite-Feld. Oh Gott, Kasanin stand auch Socialite-Feld. Das heißt, ihr könnt dann einfach mal reingehen und sagen, okay, welche Unit spiele ich dann? Und ist es Victor oder Kaiser? Wofür haben wir die Items? Aktuell noch für absolut gar nichts davon. Ne? Wir haben aber zumindest für Kaiser die Option, einen Challenger-Spatula zu machen, was schon mal ganz gut ist. Und wir haben Teil-Items, aber wir haben wirklich nicht viel. Oh Gott. Blitzcrank hookt uns an S-Ray, damit haben wir gar keinen Damage. Ich sollte den S-Ray nicht hinten in die Ecke stellen. Das war interessant zu sehen. Mein kleiner Freund sorgt dafür, dass er die Leute tauntet. Und Blitzcrank wiederum sorgt dafür, dass seine Kumpels eine Unit angreifen. Gerade konnte sich das Spiel nicht ganz entscheiden, was dann jetzt Priorität hat gegenüber den anderen. Ah. Kolosse zählen selbstverständlich jetzt eine für Underdog. So, in 3-4 im Karussell erster zu sein, ist nicht ganz so entscheidend wie in 4-4, weil da gibt es die Legendary Units. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir zumindest irgendwelche Items hitten. Boah, weiß nicht, ja. Ich denke, wir nehmen BF. Das ist jetzt bitter, weil wir haben quasi von Morellos ein Teil-Item, von der Tia ein Teil-Item und von GA ein Teil-Item, aber ich glaube, es ist das Wichtigste. Gab's so ein Spatula? Nee, ne? Hast du die Time-Socialite-Koppel schon ausgespielt? Ja, aber leider zu spät zum Laufen gebracht. Also aktuell habe ich in der Socialite-Koppel doch so ein bisschen meine Probleme, weil ich manchmal Level 8 zu spät hätte. Und du brauchst in diesem Comp seit Level 8, um die Legendaries zu hitten. Und ich dann nicht genug Gold habe zum Rollen. Das ist aktuell so ein bisschen eins der Hauptprobleme. Meinerseits. Wir haben immer noch einen Eco-Trade drin über Jordan. Ne? Also wir kriegen immer noch jede Runde mehr Money, als wir sollten in An- und Abführung. Ich überlege, ob wir jetzt 16 Gold ausgeben. Ich glaube schon. Esri nicht mehr in die Ecke. Das kann so bleiben. Double Static. Enjoy. Aber Esri ist einfach gestorben, weil der Shaco über Hurricane eine Unit vorhin gehittet hat, oder was? Sah ein bisschen so aus, ne? Vielleicht hat Katarina aber auch einmal angejumpt und ich hab's gemisst. But it's a win! Twitch Farm ist übrigens kostenlos. Ehrenmann. So, da haben wir auch endlich mal eine Vex und dann sofort zwei im Angebot.
Jetzt haben wir nämlich noch Arcanist drin. Und er hat eine Frontline-Unit mehr. So. Denkt dran, wir kriegen Zinsen bis 70. Das können wir noch nicht so oft ausspielen. Das kann auch ein kleines Kernproblem ist. Das ist halt einfach schwierig. Den einen Attack-Speed behalten wir die ganze Zeit noch für die Option des Challenger-Spatulas. Und in 4-4 erst am Karussell zu sein, das wäre natürlich sick. Mal sehen, was der S für sich diesmal baut. Ein Blue Buff. Oh, not bad. Oh, er ist einen Step nach vorne gejoggt. Immer Pain, wenn wir gegen Assassin spielen und die Units Bock haben, in den Tod zu jumpen. Aber wie der Esri kämpft, ne? Bin schon großer Esri-Fan, ne? Während ich bei Six halt einfach mir denke, Alter, Mensch, hätte er hier die erste Bombe getroffen, wäre das ein Double-Kill, ne? Ah, ich glaube, es war nicht gut. Jetzt habe ich den Blitzgang den ganzen Tag gehalten und jetzt verkaufe ich ihn, oder was? Kurz bevor ich ihn sogar mal spielen könnte. So, das hier sind auf jeden Fall 20 bessere Trades. Jenna generell die beste Unit überhaupt mit Yorlitz. Erfüllt immer so viele Synergies. Richtig crazy. Regeneriert mich bei Safe Repair mit aktiven Underdog schneller. Hoho, gute Frage. Aber ich denke nicht, weil Safe Repair tatsächlich ja auf Sekunden programmiert ist. So, GA haben wir. Und wir können Items einmal runter. I can make a difference here. Don't worry, I am here. Ja. Well. Das löst dir jetzt eine ganze Reihe an Problemen. Dann könnte man jetzt auch überlegen, ob man jetzt schon Challenger-Spatula nimmt, ne? Oh mein Gott. Wir haben jetzt sonst noch keine Perfect Items für sie. Ich würde im Moment diesmal nicht verpennen. Ich denke, wir trennen uns von Yordles, aber die sind gerade actually kind of strong. Ich denke, das ist best. Ah, Ori gibt da noch Clockwork mit rein. Das hilft natürlich meiner Kaiser auch nochmal. Ich würde den Spatula jetzt trotzdem noch nicht slammen, sondern noch kurz warten. Wie kann man sich das Blue Save etc. bei Tam anzeigen? Das bei mir steht da immer nichts. Kann man nicht, aber bei anderen Dingen, die du meinst, meinst du wahrscheinlich einfach Interface. Und dann gibt es garantiert irgendwas dafür. Combat Text, Status Damage, Shield, Mana. Das sind Dinge, die wahrscheinlich auch einen TFT-Einfluss haben. Okay. Wir haben einen Magnetic Remover, deswegen konnte ich jetzt hier den Giants Bed zu früh slammen. So, jetzt haben wir keinen Yordle mehr, ne? Das ist mein dritter Socialite, der Ezreal. Ah, wollen wir Yordle jetzt wegnehmen? Ich glaube schon. Da kriegen wir nämlich die Echo wieder auch ein bisschen auf bessere Beine. Vex behalten wir trotzdem drin, weil wir brauchen gerade eine Frontline. Socialite 2 auf Kaiser ist auf jeden Fall schon mal ein riesen Upgrade, weil sie jetzt halt einfach Mana kriegt und deswegen öfter ultet. Wir werden nach diesem Karussell, wenn wir Item Slam und sowas. Oder auch wissen, ob wir quasi den Challenger Spatulite eben nutzen oder nicht.
Ja, Urgot ballert übrigens weiter, wenn er ins GA geht. Kein Scheiß. Durchaus problematisch. So, sie kommt es jetzt gerade noch ein bisschen zu. Aber wir haben zu viel Auswahl, ne? Ich glaube, wir nehmen trotzdem den Spatula. Eine Free Unit ist, glaube ich, zu gut. Das Ding ist, also Kaiser und Galio sind beide crazy nice. Aber Spatula, Tactical Crown. Ich glaube, eine Unit mehr kann man nicht toppen. Ich glaube, es ist einfach die. Ist einfach irgendwo hier. Oh, wäre das krass gewesen. Ich hätte jetzt hier direkt den Galio haben können, ne? Das heißt auch, wir haben keine Perfect Items für Kaiser. Na, das ist ein bisschen problematisch. Da müssen wir mal schauen, was wir daraus machen. Oh, ich hätte den Blitzcrank mitnehmen sollen. Ich würde gerne einmal runterrollen, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, man rollt hier eigentlich nicht runter. Ist ein bisschen treu. Dadurch, dass wir Scrap haben, sollten wir das hier immer auf Einheit kloppen, weil es tatsächlich einen Unterschied macht. Ja, wir kriegen hier noch Teil-Items. Das heißt, die anderen Items können wir leider doch noch nicht slammen. Ja, wir haben jetzt einfach einen Jace reingedonnert, ne? Reduziert nochmal die Resistenzen der Gegner. Ist auch einfach eine Legendary Unit. Wir haben zwei Akalis dabei. Einfach so, ne? Man weiß ja nie, was passiert. Sign. Vollkommen richtig, vielen Dank. Hab ich übersehen. So, wir haben Innovator. Well. Challenger. Würde uns auf 4er Challenger bringen, was 55% Attack Speed ist. Aber ich glaube, Enchanter ist einfach besser. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich viel besser ist. So, welcher Innovator ist hier useless? Probably Ezreal, ne? Weil Jason Innovator ist, ne? Dadurch verlieren wir Scrap. Nicht so einfach. Seht ihr, dass ich used ist? Da gibt uns Clockwork. Also wir haben Enchanter 5. Das sind 75 MR und 100% mehr Healing and Shielding. In einer Comp, die dadurch actually strong ist. Und selbst in unserer Endcomp mit Galio und den ganzen Blödsinn, ist es trotzdem so, dass wir über Taric Enchanter drin haben. Und selbst dann sind wir noch auf 3er Enchanter. Die Comp ist keiner, disgusting. Uns fehlt halt der Galio, obviously, ne? Aber, I mean, do you see this? Please die. Please die. Oh, Alter. Einmal 11.400 Damage. Warum Vex nicht entfernen? Ich könnte ja Vex rausnehmen, ja klar. Schon. Aber, habe ich gerade eine bessere Option? Ich hätte eben den Cinch nicht verkaufen sollen. Da wäre es besser gewesen. So, und jetzt hoffen wir auf Items, ne? Worauf hoffen wir am meisten? Double AP. Zwei APs wären crazy gut. Fix entfernen ist außerdem mit Karina leider nicht machbar. Das ist jetzt leider nicht so geil. Okay, Giant Slayer. Probably best. Das heißt, sie kriegt das und einen Giant Slayer. Und dann kriegt der das. Und dann ist das wahrscheinlich ein Chalice of Power. So. So in die Richtung, ne? Und jetzt müssen wir noch den. Jetzt müssen wir halt ein bisschen variieren noch, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall noch den Sign-Trim. Aber ich meine, Enchanter 5 ist schon. Wie sind denn die Sprünge? Wie sind denn die Sprünge bei Enchanter?
Die sind nicht groß unterschiedlich, ne? 40%, wobei von 4 auf 5 gibt noch 40% mehr Healing und Shielding. Das ist schon krass. Static of Kaiser kann man spielen, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das hier spielen will. So, was ich machen kann, den kann ich quasi nicht rausnehmen, ne? Da sind wir uns alle einig. So, wahrscheinlich nehmen wir Jace und Zillion raus, ne? Jason, Zillion, Vierer Enchanter. So, wer kriegt Static? Wahrscheinlich Seraphin. Ich meine, es ist auf Kaiser nicht bad, ne? Aber es geht doch einfach Besseres. Jetzt haben wir immer noch Fünfer Enchanter. Ist schon eine wilde Komp, ne? Ah, Kaiser braucht noch zwei Ults. Und zwei Ults wird sie ja nicht mehr durchkriegen. Kriegt sie noch eine Ult durch? The stage is set. Well, time to make Mundo's rounds. Metal is harder than flesh. Oh, da ist noch ein Taric 1 drin, ne? Ha! Okay, ich denke Blitzcrank für Jenna oder Ori. Und ich denke dann, es ist eher für Ori. So, der Sign hält jetzt viel länger aus, aber er wird halt noch länger aus, wenn er endlich Protector hat. Ich meine, wenn wir hier... Ja, ist schon fein. Oh. Zumindest noch Morellos Kaiser. Blitzkrieg ist eigentlich die beste Protector-Unit. Ja, weil er gleichzeitig auch noch Bodyguard für Galio übrig lässt. Und dadurch ist er schon sehr, sehr attraktiv. So. Boah, das sieht nicht gut aus, oder? Boah, die Seraphinode war zwar absolut godlike, aber Kaiser ist schon dead. Galio alleine hat wahrscheinlich nicht die Power. Hier haben wir das Scrapton, das heißt, wir müssen Tacticals Crown wieder vergeben. Oh, eine Kaiser. Eine Kaiser, Mann. Zumindest Blitzcrank 2, ich denke... Das ist schon ein bisschen treu, ne? Aber... Komm, Großer. Mach mich glücklich. Okay. Oh, der Malzahar 3 hat mittlerweile auch einen Cho'Gath davor, der ein bisschen was kann. Die Kaiser hat den Blitzcrank-Hook leider überstanden, aber wird jetzt gehitzelt. Okay, seine Kaiser ist schon mal down. Meine Kaiser haut mit Morellos Proc natürlich auch die Heal Reduction deutlich runter.
Okay. We're not dead yet. Oh, Rage Spell ist gut auf Kaiser. Sehr gut sogar. Rageblade Galio. Rageblade Seraphim fühlt sich kacke an, ne? Scrap gibt dir für jedes Item, was du vergibst, 20 Schild. Tactical Crowns sind 2 Items, also gibt es ein 40er Schild. Ja, Rageblade Seraphim, weil wir schon das Static drauf haben. For sure best. Oh, sorry. Die Prio macht gerade schlapp. Die Sony. So, ich denke, wir rollen. Und hoffen. Den geht's zu schlagen, ne? Aber gegen den haben wir jetzt Gott sei Dank auch einfach schon gefightet. Das ist halt so wild, ne? Wir haben so viel MR. Ich meine, Kaiser ist basically Tank, ne? 80 MR, 50 Armor, wenn Dietz Level 2 wird. Ah. Ja, aber Shot of Status setzt sich langsam durch, um die ganzen Socialite-Leute ein bisschen dafür zu punishen, dass sie jetzt obviously immer beim Socialite-Feld stehen. Wie ich zum Beispiel. Aber ich meine, der Damage, ne? Der Damage, Leute. Seraphim macht actually auch gut Schaden mit dem Bild. Wild. Okay, bauen wir doch mal Echo auf. Wir müssen wohl, ne? Wobei, wir können im Karussell vielleicht auf eine Kaiser hoffen. Habe ich da gerade Jinx 3 gesehen? Hoffentlich nur Jinx 2, oder? Aber I mean, it's hard anyway. Wie viele Shroud of Stillness haben wir denn? Das war die einzige, ne? Hat er gerade 450 Health bekommen? Was hat er denn gefüttert? Müssen die Seraphim hooken. Scheiße, hätten wir die Ori gehookt. Ah, wir hooken die Ori anyway, aber das ist der Rank 1 Player. Auch der hat eine Shroud, die habe ich nicht gesehen gehabt. Scheiße. Oh! Also besser kann Fight quasi nicht laufen für mich. Also sieht trotzdem nicht so gut aus, ne? Oh, nochmal der Sign-Knock-Up. Nochmal die Seraphim-Ult. Delicious. Junge, 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 wie die durch-CC't haben, ne? Und wie die Seraphim aber auch rausböllert da den Schaden. Finde ich sehr beeindruckend. Ja, wir danke rollen hier runter. Nerf Kaiser, please. Ja, ist true. Mein Team smurft komplett. Ganz hart smurfen die. So, hier gegen den hooken wir die Seraphim. Oh, ich hab richtig Schiss. Dass den sein Shaco meine Kaiser killt, bevor sie jumpt. Ich stell mal die General vor. Wahrscheinlich besser. So, wir hooken jetzt nicht die Seraphim, weil der umgestellt hat, der Level. Ah, ne, der hat gar keine Seraphim, das ist der andere. So, Kaiser wurde nicht gehittet, wie gehofft. Ah, Seraphim. Hat sogar nochmal geultet. Sehr gut. Kaiser mit der Ult. Shaco ist jetzt leider auf Kaiser drauf. Das ist kinda unfortunate. Schöner Knock-up. Oh, Kaiser. Kaiser, ulten. Oh, yes. Oh, Gott sei Dank ist der raus. Akali ist einer der besten Sachen gegen Kaiser. Und jetzt eine Kaiser. Da muss ein Missverständnis vorliegen, das ist keine Kaiser. Random Items. Wahrscheinlich das Beste, was ich kriege, oder? Der Galio, ne? Ich denke, der Galio ist es. Oh, dass ich so weit komme, als ob ich vielleicht der Socialite-Reise einfach bastet, ne? Was soll ich euch sagen? Ist auch eine Prismatic Round, da sind die Comps halt eigentlich noch krasser. Wenn ihr mir schon Legendary gibt, dann noch bitte die richtigen. Wir könnten Galio verkaufen und Jenna eine Scrap Unit zu geben. Oh, eine Kaiser, Mann. Oh Gott, das
Slender, bist aber auch schon wieder deutlich stärker geworden, seit ich ihn das letzte Mal getroffen habe, ne? Wieder der Blitzcrank-Hook auf Kaiser, aber den seine Kaiser überlebt, das halt. Meine wird es ja genauso überleben. Und das. Die Shroud of Stillness ist wirklich toxic strong, ja. Sehr, sehr gut auch wieder eingesetzt von ihm. Ich kann mich dagegen halt kaum wehren, ne? Weil ich kann ja nicht groß anders ausstellen. Ich muss ja das Socialite-Feld nutzen. Damit auch mit die beste Antwort. Aber er ist dead! Er muss nach Hause, Alter! Okay, also es ist schon so ein bisschen stupid, ist es schon, ne? So, der hat auch noch eine Shroud. Warum man da? Kann ich viel ändern. Ich hook die Seraphin. Oh, hoffentlich geht der Shaco nicht meine Kaiser instant. Und ist rausgedasht. Der spielt halt auch Socialite, halt nur mit Arcadia, I guess. Oh, Kaiser. Oh, Junge, ey. Wenn Kaiser die Galio dasht, ist es einfach over. Aber, ich meine, der hat eine Akali, der hat einen Shaco, aber ich habe halt einfach eine Kaiser, ne? Kaiser ist einfach King. Der macht mit Shroud und Force alles, was er kann gegen deine Kaiser. Ja, und es ist eine Kaiser 1. Ist es non-static? Hm. Ja, gut. Also, dass das mit Kaiser 1 klappt. Also, natürlich, ein TFT-Banger besteht eigentlich daraus, dass ich hier Kaiser 3 hitte. Na, sind wir mal ehrlich. Aber um zu zeigen, dass es busted ist, ist es eigentlich wirklich noch besser. Dass es so rum ist. Aber wir tauschen einfach nur wieder die Ecken. Ändert aber gar nichts. Wir hocken wieder den Victor. Die Shroud of Stillness trifft wieder alle, aber diesmal halt nicht mehr Seraphin. Die kann ja nämlich jetzt weiter außen stehen, dadurch, dass Jenna quasi hier übernimmt. Was ganz gut ist. Seraphin holt, die erste Kaiser holt geht durch. Taric steht da drin. Die Yumi holt ist eine gute Option von ihm jetzt. Die gab es im letzten Fight noch nicht. Aber das sieht wieder gut aus. Es ist so stupid, ne? Ich meine, ich habe jetzt ein Galio 2, sure. Ja, ich hätte vielleicht auf... Im Nachhinein hätte man vielleicht auf Level 9 gehen sollen. Ich wusste aber auch einfach nicht, dass es so busted ist, ne? Ich meine, ich danke Roll hier. Ich habe ja keinmal mehr Eco aufgebaut. Weil ich mir halt die ganze Zeit denke, ich bin ja gleich tot. Aber guess what? Bin ich einfach nicht. Will ich machen, ne? Er trifft mich anyway. So, also ich habe mit der. Ich habe die Shroud jetzt quasi bestmöglich denied. Mehr geht nicht. Kaiser, jump! Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, jetzt rennt sie in die Jinx Ult rein. Ey, die ist aber auch wirklich. Aber meine Kaiser will auch sterben, ne? Ja. Es ist so stupid. Ich meine, der Typ ist Level 9. Er hat Jinx. Er hat Victor. Er hat Yumi 2. Er hat Urgot 2 mit Perfect Items. Aber ich habe eine Kaiser. Warum gewinne ich? Der hat Victor, Tahm Kench 2, Jinx, Yumi 2. Der Tahm Kench ist gefüttert bis oben.
Mundo 2, 9 Units. Ich habe actually auch 9 Units. Der hat die Shroud nicht umgestellt, das sollte gut für uns sein. Diesmal hat meine... Ach, Kaiser jumpt diesmal weiter weg, was ganz gut ist, aber ist jetzt leider ein bisschen zu nah am Tam Kench dran, befürchte ich. Oh, rennt in die Yumi-Ult, kannst du mir nicht erzählen. Oh, sie hat's überlebt. Das heißt, sie hat noch GA, oder? Oder ist sie während GA gejumpt? Sie ist dead. Sie ist dead. Oh mein Gott. Ich hätte es fast gehabt. Wrecked, schreibt er. Er ist so wütend. Junge, Junge, Junge. Er ist richtig wütend. Er ist so sauer. Er weiß gar nicht mehr, wohin mit seinen 12-jährigen Emotionen. Oh, herrlich. Sehr, sehr schön. Okay, ja, ich glaube, es war perfekt, um zu zeigen, wie stark Kaiser ist, ne? Sie ist während GA gestorben. Sie hat während GA geultet, ja. Ja, ja. Was auch crazy ist, dass das geht. Aber ja, ich glaube, ein besseres Beispiel gibt es nicht, oder? Das ist schon absolut crazy. Meine Damen und Herren, das war Social Light 3 mit Kaiser. Kaiser wird genervt. Mozart hat schon gesagt, dass er auch findet, dass der Champ unbalanced ist. Und ich denke, dieses Video ist ein weiterer Beleg dafür. Klar, ich hatte Tacticals Crown, ne? Deswegen war es quasi Level 9 gegen Level 9, aber ich meine, der hat so viele Legendaries gehittet. Und was hatten wir? Wir hatten Double Static Seraphine. Und es war nicht mal Perfect Item. Statt Giant Slayer nimmt die Archangel Stuff und dann ist es noch einfacher. Einfach Social Light 3 gehen. Ich bedanke mich. Das war ein weiterer TFT-Banger. Und ja, Kaiser ist broken. So einfach kann man es sagen. Tschüssi.